Der Ilsebus wird größer. Das Erfolgskonzept, was vor gut 4 Jahren in Lötz gestartet ist, wird nun ausgeweitet bei uns im Landkreis auf die Bereiche Ferdinandshof-Torgelow und hier in Straßburg. Wir waren heute in Straßburg auf dem Markt und haben das Projekt sozusagen gestartet. Und das Gute daran ist, dass der Ilsebus nun kreisgrenzenübergreifend fährt, nämlich auch in den Bereich der Mecklenburgischen Seenplatte, hier im Bereich Woldeck, Friedland. Das ist gut so, denn nur so kriegen wir die Lebensrealität unserer Menschen abgebildet und auch das Fahrbedürfnis, das Transportbedürfnis so gedeckt. Darüber hinaus wird der Bereich Jamen-Lötz künftig ergänzt um den Bereich der Mien-Dagun. Das ist eine prima Zusammenarbeit mit der Verkehrsgesellschaft der Mecklenburgischen Seenplatte im Sinne unserer Menschen. Herzlichen Dank allen, die dabei mitgeholfen haben, so schnell diese Erweiterung durchzubekommen. Mein Name ist Stefan Bunge, ich bin der Aufsichtsratsvorsitzende der MVVG, der Verkehrsgesellschaft des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt zum 1. August das Rufbussystem Ilse auch bei uns im Landkreis einführen können. Wir werden zunächst in 2 Gebieten starten, einmal hier an Straßburg anschließend in Friedland und Woldeck und zum anderen im Norden des Landkreises im Bereich der Mien-Dagun. Und wir planen auch zum 1. Januar 2022 dieses System noch weiter auszurollen bei uns im Landkreis in den Bereichen Altentreptow, Neverin und Burg Stargard. Wir haben das Ilsebus-System lange beobachtet im Landkreis Vorpommern-Greifswald und haben uns dazu entschieden, dieses System einfach bei uns zu übernehmen. In allen Bereichen, sowohl das Tarifsystem als auch in Bezug auf die Software als auch in Bezug auf das Marketing. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir hier unseren Fahrgästen in unserem Landkreis ein Top-Angebot bieten können. Es wird ein absoluter Quantensprung sein, sowohl für Ältere als auch für Jüngere. Die Fahrgäste werden mit 1 Stunde Vorlaufzeit ihre Fahrten bestellen können, zu einem relativ geringen Aufpreis. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass die Fahrgäste das eben auch in den nächsten Jahren annehmen werden und dass wir eben dann auch im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ein hervorragendes Angebot im ÖPNV machen können, was sich eben auch im 21. Jahrhundert blicken lassen kann.